Die UFA ist mit 100 Jahren eine der ältesten europäischen Film- und TV-Produktionen. Und insofern haben wir sehr viel Erfahrung mit Veränderung der Medienbranche. Für die UFA ist, glaube ich, der elementare Punkt, den wir jetzt seit einiger Zeit angehen, dass wir den Wandel zwischen einer reinen TV-Produktion zu einem Content-Distributor vollziehen. Das ist deshalb sehr bemerkenswert, weil eine klassische Video-on-Demand-Plattform normalerweise mit hohen Anfangskosten verbunden ist. Wir sind einen neuen Weg gegangen und haben zum ersten Mal ein großes Medienarchiv, das die UFA ja über 100 Jahre angesammelt hat, in die Cloud gehievt. Und aus der Cloud betreiben wir das Archiv und die Video-on-Demand-Plattform zusammen und nennen das jetzt nicht Video-on-Demand, sondern Archive-on-Demand. Besondere Bedeutung hatte für uns das Archive-on-Demand-Projekt deswegen, weil zum ersten Mal die bisher im Archiv verborgenen Assets befreit werden konnten, weil die Bereitstellungskosten so gering wurden, dass man endlich über Businessmodelle, vor allen Dingen im Longtail-Bereich, nachdenken konnte. Darüber hinaus war uns wichtig, dass die Lösung skalierbar war, sowohl nach oben als auch nach unten. Das bedeutet, dass wenn der Demand gering ist, wenn die Nachfrage gering ist, sollten die Kosten auch minimal sein. Aber wenn der Demand steigt, wenn die Nachfrage hoch ist, sollte das System performant und rechtzeitig reagieren können. Das war mit dem Pay-as-you-go-Ansatz gegeben. UFA already had a long-term vision pioneering into cloud-based production workflow. In fact, from the very beginning, it matched our vision and our view of workflow digitization in the media landscape. In fact, it matched perfectly our Go Digital or Go Broke initiative. Wir bei der Interlake betreuen die UFA schon länger bei verschiedenen Online-Projekten. Hier im Projekt haben wir die ganze Konzeption, Beratung gemacht, sind Generalunternehmer und sind auch dafür zuständig, die ganze Migration zu begleiten und am Ende, wenn Archiv und VOD läuft, das auch im laufenden Betrieb zu begleiten. Die größten Verbesserungen im Moment sind mit Sicherheit die Skalierbarkeit, die Cloud-Anwendungen einfach immer mit sich bringen. Zum anderen haben wir einen viel besseren Zugriff auf den Content ermöglicht, da wir über die künstliche Intelligenz, über die Cognitive Services die Inhalte viel besser erschließen können. Wir können Gesichter erkennen, Sprache in Text übersetzen, gleichzeitig in verschiedene Sprachen übertragen und das erleichtert die Verwertung natürlich ungemein. Aber auch in die Zukunft gedacht, werden plötzlich neue Geschäftsfelder möglich. Man muss nur daran denken, was es bedeutet, wenn man das Video plötzlich vollautomatisch und leicht mit vermarktbaren Metadaten verbinden kann. Also zum Beispiel der Sonnenbrille des Hauptdarstellers. Da sind wir noch längst nicht am Ende mit unseren Möglichkeiten und erst am Anfang. NextTV ist ein Technologieunternehmen. Wir bieten unseren Kunden eine Online-Videolösung an, basierend auf Microsofts Cloud Azure. Das bedeutet, unsere Kunden können ihre Videoinhalte mit unserer Lösung verwalten, ausspielen, analysieren und monetarisieren. Innerhalb des Projektes bei der UFA dient unsere Lösung für den Betrieb der Video-on-Demand-Angebote. Das Wichtigste am Anfang ist, dass alle Projektbeteiligten Teil dieser digitalen Transformation sein wollen. Und das war hier auch der Fall. Innerhalb des VOD-Projektes war eine der größten Herausforderungen die Vorbereitung der Videoinhalte und Metadaten für die verschiedenen Märkte. Das kostet eine Menge Zeit, das ist eine große Herausforderung, ein großer manueller Aufwand. Dank der Integration unserer Lösung mit den Cognitive Services von Microsoft waren wir hier in der Lage, das Ganze automatisiert, kosten- und zeiteffizient abzubilden. Wir müssen die Produktionskette so effizient wie möglich aufstellen. Dazu gehören Themen wie Cloud Editing ganz besonders. Mit dem Wechsel von Celluloid und Broadcast Goes IT haben wir hier völlig neue Möglichkeiten, Produktion auch anders zu denken und damit die ganze Wertschöpfungskette der medialen Produktion vom Drehbuch angefangen über das eigentliche Drehen bis hin zu Postproduktion, Distribution und Verwertung neu zu denken. Und genau das ist der Ansatz, den wir als UFA Technologieabteilung intensiv verfolgen. Unser Projekt Archive on Demand wäre ohne Interlake und NextTV nicht möglich gewesen. Die beiden waren maßgeblich daran beteiligt, das Thema Produktion in der Cloud und Distribution in der Cloud vom Know-how her miteinander zu verbinden und uns so zu helfen, aus den klassischen Produktionsketten in die neue Welt zu wechseln. Azure is uniquely positioned with enterprise-grade cloud,
and a partner ecosystem all tailored around the media industry. Therefore, we're aggressively looking to take the next step with UFA.